Hallöchen, ich habe hier eine Platine, die habe ich schon mal vorbereitet. Das ist wirklich ein winziges Ding. Das ist ein S-Video-Adapter für den Amiga 1200. Und die werde ich jetzt bestückt mit SMD-Bauteilen, bis auf die Transistoren. Das sind die hier. Ansonsten ist das alles SMD und auch der eine Elko hier, der 100 μ, ist auch ein SMD. Und da könnt ihr mir jetzt zugucken, wie ich das tue. Das habe ich den schon an, dann habe ich das nicht vergessen. Ich musste eben noch mal gucken, ob ich wirklich alle Bauteile habe. Ich hatte nämlich einen vermisst, ein Bauteil. Und womit fange ich an? Nämlich gleich die Diode, das ist eine 1N4148 in MELF. Brauche ich natürlich die Pinzette. Brauche ich bloß eine von, das ist dieses kleine runde Ding. So. Und dann ist das Ding soweit fertig. Muss ich nur noch Kabel dran machen. Und nochmal was bohren mit 1,5 mm. Und zwar die hier. Da kommt noch zwei lange Pinüppels ran.
Ich hoffe, die ich nehmen will, sind lang genug. Die sind nämlich auch für Masse gedacht. Die muss ich dann nachher im Amiga löten. Ich zeige das gleich mal auf dem PC, wie das aussieht, wo ich da am Amiga ran muss und so weiter. Ja, die Buchse ist heiß. Und wie ich das dann nachher beim Amiga reinsetze, das zeige ich dann auch noch. Und dann machen wir noch den Test, ob da auch wirklich Bild rauskommt. Sollte eigentlich rauskommen. Ich kann noch mal, bevor ich da was mache, von Masse nach da. Ja, da ist klar. Da, da nicht. Da ja, da nicht. Da nicht, da nicht. Okay. Zumindest kein Kurzschluss. Ich weiß nicht, ob der das verträgt, wenn ich da Kurzschluss habe. Gut, dann sehen wir uns gleich mal auf dem PC wieder. Dann zeige ich euch den Plan, wie es aussieht, da wo ich es her habe, wie es da aussieht und wo es denn am Amiga rangeht. Das ist da auch noch zu sehen und dann zeige ich das direkt auf den Amiga. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt mit der Schematik, die ich nachgebaut habe. Die FB habe ich rausgelassen. Es heißt aber, alles so eng wie möglich bauen, damit da keine Stördinger reinkommen. Das habe ich jetzt mit der Platine versucht zu machen. Besser ging es nicht, habe ich nicht hingekriegt, aber danach habe ich gebaut und am Amiga ist es hier U12 der CXA1145, das ist ein Sony Chip. Das ist ein RGB to Composite, hat aber ein, wie man hier sieht, Y-Out und Chroma-Out. Der hat hier aber auch ein Chroma-In und Chrome-Y-In. Da hängt eine Delay-Line zwischen. Ich suche das gleich mal raus. Die Schematik vom 1200. Und dann können wir uns das auch nochmal direkt angucken. Ich habe das jetzt hier bei mir, habe ich das jetzt so aufgemalt. Im Grunde dasselbe. Und das Board ist das hier. Ich mache mal die Kupferflächen wieder rein. Ich nehme aber das Backkupfer mal raus. Ja, das habe ich mir dann die Platine so gemacht. Hier sind die drei Ground Pins, wo ich Ground nehme, Y, VCC und C. Da habe ich mir zusammengebastelt. Ich kann das nochmal in 3D machen. Das Footprint oder das Bauteil hier von dem Stecker passt nicht ganz. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass er das nicht übernommen hat. Ich habe das einfügen müssen. Aber so sieht's aus hier. Ich kann die mal ausblenden und mal die Bauteile einblenden. Dann kann man das sehen. Da sind die Kondensatorenwiderstände, die Diode, der ein andere Widerstand, den ich da gelötet habe. Und hier hinten ist dann der Kondensator, wenn ich mir das jetzt angucke, minus auch richtig rum. Transistoren genauso wie hier angegeben. Ich habe sie nochmal extra ausgemessen und nochmal geguckt, weil die sind auch mit Dings angegeben. Mit 2N3904. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wisst ihr ja, kennt ihr ja. So, das habe ich so gemacht. Ich suche jetzt mal den Plan raus vom Amiga und dann zeige ich euch mal, wie das mit der Delay-Line da angemarkert ist.
So, jetzt habe ich hier den Dings auf. Mach mal das hier weg. Hier ist der Encoder. Hier kommt rein RGB und Clock-Signal müsste hier reinkommen. Das Sync-Signal. Irgendwo kommt das Sync-Signal mit rein. Mono Audio In. Hier unten hängt noch PAL Only Quarz-Geschichte alles dran. Ne? Dann haben wir hier den Modulator. Der ist draußen. Hier ist noch Audio Out. Brauchen wir nicht. Hier kommt Composite Out. Einmal und ein zweites Composite aus für den Dings. Und hier ist der Encoder und da sage ich ja Luma In, Chroma In und Chroma Out, Luma Out. Und da hängt eine Delay Line zwischen. Hier ist eine Delay Line zwischen. Und diese Delay Line, das sind einfach nur drei Spulen. Und hier oben ist noch ein BPF, keine Ahnung, was das genau ist. Ist auch eine Spule. Ich kann jetzt aber nicht genau erkennen, was für Spulen das sind. Da steht nichts drauf. Und wir müssen daran an Pin 15 und Pin 16. 15 und 16. Chroma out, Chroma Luma out. Und das in. Ist es jetzt nach dem 1K? Oder davor? Ich denke mal, ich gehe nach dem 1K mal ran. Ansonsten, wenn das nicht ausreicht, gehe ich direkt ans IC. Muss ich mal gucken. VCC sind 5, müssten 5 Volt sein. Pin 19. Wo ist die Decoupling davon? Video Decoupling da. U12, ne? Power plus Video. Was ist plus Video? Also wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ich habe das Pin 19, diesen plus Video Dings gesucht. Weiß nicht, wo der generiert wird, aber ich werde mal hier den 4,7 Ohm. Danach werde ich rangehen, das ist ja auch nochmal alles abgedingst. Hier die 5 Volt von nehmen, das ist ja Video Plus, denke ich mal. Oder vor dem 4,7, je nachdem, also 5 Volt müsste ausreichend sein. Gut, dann werde ich mal den Amiga auf den Tisch packen und dann werde ich es euch da mal zeigen. Jetzt sind wir hier beim Amiga. Hier ist das IC. Das sieht irgendwie sehr, sehr dreckig aus. Das macht aber nichts. Hier sind die Kondensatoren. Da ist noch ein Widerstand. Und hier ist die Delay Line. Das ist die Delay Line. Hier oben ist ein Kompositausgang und da wäre der RF-Modulator. Und das hier kommt nachher so da rein, genau so auf den Kopf. Ich kann das nicht so rum reinsetzen, weil dann passt das mit der Buchse nicht von der Höhe. Das muss ich schon so auf den Kopf darauf setzen. Und darum muss ich gucken, dass ich die zwei Stifte nachher da und da. Ich habe zwar da auch noch ein Loch, aber das scheint an nicht ganz zu passen hier vorne. Das muss ich nachher gleich mal gucken.
wie ich das mache. Das würde ich aber off-cam machen, weil das kann ich schlecht zeigen. Und wie ich hier löte, ja, zeige ich dann auch relativ. Ja, naja, zeige ich. Es ist auch blöd zu zeigen, weil da muss ich dann eventuell mit Lupe ran und so weiter. Dann könnt ihr das nicht sehen. Gerecapped ist der schon. Also den habe ich schon recap gemacht. Der läuft auch soweit. Ob er hundertprozentig funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest so weit läuft er, dass ich spielen kann. Da komme ich aber später nochmal zu. Gut, ich werde das jetzt hier erstmal soweit reinbauen. Die 5 Volt wären dann da. Wo ist die Pinzette? Dann kann ich das besser zeigen. Da. Da wäre 5 Volt. Da ist Ground. Und da war hier Audio und Video irgendwie eins von beiden. Und da werde ich dann davon die 5 Volt nehmen. Ground kommt hier über die 2 Löcher. Und da muss ich nur noch die 2 Videokabel ran machen. Ich glaube, da werde ich geschirmtes Kabel nehmen, dass ich nochmal extra abschirmen werde. Gut, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Jetzt habe ich den Plan gerade wieder zugemacht. Oh, ich kann auch nochmal aufmachen. R221 und R222. Jetzt muss ich mal gucken. R221. R24. U12. C. E3. C. R22. Oder ist er auf der Rückseite? Ja, wahrscheinlich. R222. 221. Und 222 ist da. Rückseite ist doof. Ich gehe direkt ans IC. Dann war das Pin 15 und 16. Das hat wie viele Pins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Also 15 und 16, das ist gut. Okay, werde ich dann mal fertig machen und dann sehen wir uns nachher wieder. Da bin ich wieder. Jetzt seht ihr, das ist jetzt soweit eingebaut. Da ist noch mit an dem IC dran direkt. Ich habe noch die Masse an dem einen Elko, vorgesehenen Elko-Punkt dran. Der geht auf Masse. Das eine weiße hier, das ist Plus. Das ist Y, müsste das sein. Y, ist das jetzt richtig? Y, ja, geht auf die Diode. Aber Moment, die Diode ist verkehrt rum. Moment. Wie habe ich das denn in meinem Plan drin? Wieso ist die im Plan, im Schaltplan richtig rum und auf dem Board, auf dem Layout falsch rum? Das ist jetzt verwirrend. Immer noch mal die Diode drehen. Wieso ist die denn hier? Wieso ist die auf dem Schaltplan? Schaltplan ist hier richtig rum. 1 und 2. Aber auf dem Board ist sie verkehrt rum. Jetzt eigenartig. So, hoffen wir, ich kriege die jetzt wieder runter, ohne sie kaputt zu machen. Naja gut, ich habe ja noch Ersatz.
ist jetzt natürlich nicht so schön. Jetzt ist sie weggefallen. Ja, finde ich sie noch wieder. Wenn nicht, habe ich Ersatz. Ich habe sie fallen hören, aber... Ich habe Ersatz. Darum habe ich gleich ein paar mehr bestellt, weil SMD einmal weg, kaum eine Chance, das wieder zu finden. Die Diode gehört so rum drauf. Steht mir die Kamera im Weg. Ich kann das jetzt nicht genau erkennen. Gut. Ist jetzt kaputt? Das ist die Ode, das andere war oben. Jo, passt. So, das haben wir. Ich habe es jetzt da angelötet. So, nochmal. Das ist C, das ist 16. Pin 16, war das richtig? Wir brauchen einen Plan. Nee, Pin 15. 13, 14, 5, 3, 13, 14, 15. 15 ist Chroma direkt auf die Basis passt und 16 ist Luma auf die Diode auf die Basis passt. So rum passt das ja. Also das ist Plus, da habe ich nochmal Masse extra, das ist geschirmte Leitung. Hier auf die Masse drauf, IC da rein und wie ich sagte mit den Stiften, das halten, also sie sind gerade eben so lang, dass sie in die Löcher halten. Also ich versuche es mal zu zeigen, dass sie gerade so in die Löcher passen. Das ist auch stabil, kann ich nicht wegdrücken. Gut, dann werde ich jetzt das mit einem Test vorbereiten. Und dann sehen wir uns am PC wieder, weil dann seht ihr da das Bild. Gut, dann bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf dem PC. Ich schalte den Amiga ein. Ich weiß jetzt nicht, welche Videoquelle jetzt kommt. AV. Ah ja. Analog Video PAL. Ich hoffe, er startet jetzt von der Festplatte. Ich habe jetzt kein Diskettenlaufwerk dran, ich habe nur die Festplatte dran. Und ich habe Composite und S-Video dran. Kann ich ja umschalten. Ja, gut. Jetzt möchte er das so.
Hatte die Festplatte wieder nicht gefunden. Ich glaube, das liegt am Kabel, weil ich irgendwie mit den Pins da irgendwie verschoben bin. So, und jetzt versuche ich mal umzuschalten. S-Video. Oh, das sieht ja schon ganzes Ende besser aus. Ich versuche es mal gerade mal mit der Festplatte, dass das doch noch hinhaut. Moment. So, nochmal. Er will jetzt die Diskette. Findet er bloß nichts. Ja, jetzt geht er in die Workbench. Ja, jetzt müsste DF0, Non-DOS oder sowas kommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das ist jetzt S-Video. Und das wäre Komposit aus dem Amiga direkt. Immer noch mal so. Nochmal S-Video. Ich kann hier nochmal die Modis durchgehen. Das ist 1080. 1080. 480i, das sieht eher aus. 480p. Das sieht auch bär aus. 720 sieht ja schon besser aus. 1080i, 1080p. Ja, gehen wir auf 1080p, das sieht doch schon top aus. So, jetzt nehme ich nochmal den Komposit und den S-Video über den externen. Kann ich ja auch noch nehmen, habe ich ja auch. Die zwei A520 Modulatoren-Dinger hier. Ich nehme mal einmal nur den Video aus. Out. Steck den mal hier ran. Ich zieh mal den Komposit raus. Ja, das war nicht beabsichtigt. So. Dann hole ich nochmal das Kompositkabel. Oh, wenn ich jetzt umschalte, das ist der Komposit aus dem A520 RF-Modulator-Dings. So. Das ist das Komposit aus dem Amiga direkt. Nochmal den Unterschied. S-Video ist schon mal ein ganzes Ende besser. Aber irgendwie sind da Interferenzen drauf. Habe ich das Gefühl, als wenn da irgendwas mit drauf hängt. So, jetzt habe ich mal meinen S-Video umgebauten RF-Modulator-Dingens hier. Ziehe ich mal das S-Video raus. Und steck das da rein. Das sieht genauso aus. Es ist ein bisschen dunkler, ne? Ist aber auch irgendwie, scheinen da Interferenzen zu sein. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt nehme ich mal das S-Video vom Amiga direkt den anderen Mod. Nö, ist beides fast identisch. Ein bisschen heller ist der hier. Gut, aber dann brauche ich den RF-Mod nicht. Also hat das funktioniert mit dem Amiga 1200, da komme ich noch später noch ein bisschen drauf. Ich muss noch mal die Tastatur aufmachen. Da gehen zwei Tasten nicht. Das erkläre ich dann aber später mal. Und eine Sache habe ich noch, die auch noch nicht funktioniert. Da habe ich was Falsches gekauft. Gut. Soll es bis hierhin gewesen sein? Der RF, sage ich schon. Der S-Video. Mod in Anführungsstrichen für den Amiga 1200 funktioniert auch wunderbar. Okay, gut, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.